So, und ich habe immer noch keinen Plan, was sind denn das hier? Hier, Volva. Moment mal. Ne, heulende Volva, okay, das ist nicht die Fraktion. Wofür ist das hier? So, während ich jetzt nach Jarlebronn zurückfliege, google ich auf meinem Tableau. Das will ich jetzt wissen. Nein. Ich finde übrigens dieses Geräusch, was mein Tablet macht, während ich irgendwas eingebe hier, klingt wie eine kaputte Glühbirne. Kennst du es, die so pling machen? Nee. Ist halt, nicht eine kaputte Glühbirne, alte Glühbirne, die haben halt immer so pling gemacht. Schön auch, dass die Überschrift deutsch ist, aber der Inhalt kyrillisch. Hat mir jetzt nicht geholfen. Schön, auch die Kaldros-Insel ist die Heimat der heulenden Volva. Und was machen die heulenden Volva? Die heulen. Guter Punkt. Ja. Gibt's auch die lachenden Volva? Steht aber auch nicht, wofür die da ist. WoW-Einsteiger, das ist fortgeschrittenen Wissen. Aber ich hatte dieses Wissen. Ich wusste ja gleich, wo wir hin müssen. So, wir sind im lila leuchtenden Jarlebronn. Boah, tut ja weh in den Augen. Boah, ich krieg's ja Augenkrebs. Eieiei. Ach ja, wir sollen die hier noch rumfriemeln. Machen wir. Der eine war auf jeden Fall hier irgendwo. Nekro-Großfürst. Ne, ist er gar nicht. Ja, der ist, glaube ich, hier, oder der Wurmrufer hier auf der anderen Seite. Ach, das ist nur für den Frostworm. Okay, dann kommt da mal gleich noch eine Quest. Zwei sogar. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könnt eure Freunde retten, indem ihr mir gegenüber tretet? Was für Freunde? Sind die Hordler gefangen? Da ist, glaube ich, ein Untoter drin. Hast du eigentlich in dem Patch... Ach nee, das ist eine Taurin. Untoter Taure. Tomato. Der war früher auch mal scheiße schwer. Ich glaube, der war auch mal Elite oder so. Ich glaube, das ist so das Pendant zu diesem Ding, was du auf dieser Todesfestung da in der boreanischen Tundra machen musst. Erinnerst du dich? Wo du oben mit Tassarian kämpfst gegen... Ja. Irgend so ein Prinzen, Prinz Valarna, Prinz Kalisset oder der andere, von dem ich immer den Namen vergesse. Ich kann den nicht anhalten. Jetzt ist es so eine Pussy. Ich vermisse die Elite. Das ist das, was ich so an Teso liebe, diese Herausforderung. Ist alles so fickenschwer, vor allem jetzt im Veteranengebiet 1. Muss dir vorstellen, den ersten Quest-Durchlauf, den du hast, das ist Bronze. Das ist Singleplayer. Der zweite ist zwar auch noch Singleplayer, aber Silber, also schon mal schwierig, so wie ein höherer Schwierigkeitsgrad in Diablo. Mhm. Entweder machst du es halt mit einer Gruppe oder machst es alleine, aber quält sich durch. Ich hatte keine Freunde zu dem Zeitpunkt, die so hoch waren, ganz am Anfang, wo ich noch Diablo gespielt habe. Übrigens, da bin ich wieder relativ angefickt. Also Diablo hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Aber auch in der Gruppe irgendwie so. Können wir mit dir gerne machen. Da wäre ich auch nicht ganz abgeneigt. Ich würde es, wenn dann, schon gerne aufnehmen, aber dafür fehlt die Zeit. Das stimmt. Und allgemein so zum Zocken, was heißt, fehlt mir die Zeit, aber ich habe genug anderes zum Zocken, was ich lieber zocken möchte. Das habe ich ja gerade angemacht. Warum bin ich so durchsichtig? Vermeidung? Was habe ich da angemacht? Ich weiß es nicht. Brauchen wir nicht Schlüssel oder so? Sollten wir nicht Schlüssel droppen? Ja. Hast du welche bekommen? Ich habe deinen bekommen. Fuck you. Ja, wird der Wolf nicht mit. Mach mal, heb die. Moment. Geht so ein kleiner Schlüssel auch bei dem großen Knast, oder muss man einen anderen Schlüssel holen? Nee, da gibt es nicht. Das ist extra für den großen Käfig. Findet man den bei den normalen? Das ist ja nicht alles nur für ein Bullshit, weiß. Jarlebronn. Boah, ich freue mich. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall jetzt noch in der Zeit, wo ich frei habe, noch The Witcher 2 anfangen.
Dann würde ich erstmal überlegen, ob ich The Witcher 2 richtig hart durchsuchte und noch vor meinem Geburtstag fertig kriege. Das heißt, innerhalb von anderthalb Monaten ein ganzes Spiel einfach mal rauskloppe. Also auch durchspiele und rauskloppe. Damit ich The Witcher 3 anfangen kann. Aber ich weiß immer noch nicht mit meiner Grafikkarte, weil The Witcher 3 will ich nicht in hässlich spielen. Das ist mir das Spiel schon wert. Hast du mir jetzt den Schlüssel da? Ich konnte den looten und dann... nee, doch nicht. Weil du, Wichser, den bekommen hast. Ich hasse dich. Übrigens muss ich sagen, die Patchnotes von... die deutschen Patchnotes da vom April-Scherz von WoW. Nö, normaler Schlüssel. Schlüssel im großen Käfig. Irgendeiner droppt den doch. Gucken wir mal, ob die Liches hier den droppen. Ich hab ihn. Ich muss näher ran. Ich bin außerhalb. Ich bezweifle, dass ich sterben werde, aber das Vieh ist Elite, also. Obacht. Genau, was anderes nebenbei. Es stört mich auch, dass unser Diablo-Let's Play auf meinem Kanal mittendrin unterbrochen wurde. Wobei ich sagen muss, der Kreuzritt hat mir überhaupt nicht gefallen. Echt? Fand ich also ich hab letztes Mal wieder ein bisschen angezockt und ich finde den immer noch richtig geil. Ich weiß nicht, das ist nicht meine Klasse. Aber ich muss sagen, die Klasse spielen sich alle cool, aber ist noch nichts so bei, was wirklich so mein Playstyle ist. Also mich mit dem Hexendoktor und seinen Pets rumärgern, was ja mittlerweile auch schon besser geworden ist, hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich überlege gerade, wer könnte denn diesen scheiß großen Käfigschlüssel haben? Ich weiß es nicht. Was gibt's noch? Zauberer, halt Glaskanone, ist genau wie Jaina in Heroes, ist halt... Wobei, man konnte den Zauber ja irgendwie so skillen, dass er so wenig Leben hatte, dass er einfach... Ich habe einen großen Schlüssel bekommen. Geil. Okay, die droppen ein. Also anscheinend auch nur random. Cool, fehlt nur einer. Hast du noch einen Schlüssel? Nee. Gehen wir jetzt so lange Einzelne, bis wir den Schlüssel haben. Ich pull jetzt nicht mehr in den halbe Dorf. Monk habe ich tatsächlich... Wollte ich von Anfang an spielen, habe ich bis jetzt noch nicht einmal ausprobiert. Ist so wie der Jäger in WoW bei mir. Bis jetzt noch nie richtig Jäger gespielt. Ja doch, bei Frankie. Bei Frankie hat er einen 80er Jäger. 90er Jäger? 85er Jäger? 85er Jäger, glaube ich, war es. Den habe ich da einmal gespielt. Schlüssel? Wir haben schon alle. Ach, du hast schon gemacht. Das war ja meine Frage. Wir brauchen aber noch irgendwas. Krieger, Runmagier, Schlafwächter. Wenn ich mal nicht 15 Sekunden gefesselt worden wäre. So, zwei Schlafwächter. Brauchen wir noch Krieger? Nee, Eiskettenmann falsch. Nee, wie gesagt, Monk. Noch nicht so wirklich. Monk könnten mir aber wahrscheinlich gut gefallen. Hier, Dämonjäger war auch irgendwie nie meins, aber ich mag ja Valor auch in Heroes nicht. Überhaupt nicht. Wen gibt's denn noch? Habe ich den jetzt vergessen? Berserker. Heißt der Berserker? Ja, ne? Barbar, meine ich doch. Die gute alte Sonja ist auch irgendwie nicht meins. Also ich glaube, ich muss mir nochmal... Wobei, eigentlich der Hexendoktor war schon cool. Wenn ich so... Aber halt ohne Tiere. Wie habe ich den denn später gespielt? Ah, 5 Krieger brauchen wir noch. Ich dachte, wir brauchen noch 2. Scheiße, Alter. Jetzt habe ich gerade irgendwie eine Wissenslücke. Wie habe ich denn? Ach ja, hier irgendwie irgendwelche so eine blauen Popel verschießen und so irgendwas richtig Starkes, aber nicht die Bären. Das sind Untote. Boah, ich kann mich echt nicht mehr an die Skills erinnern. Auf jeden Fall irgendwas, was richtig dick Single Target Damage gemacht hat. So ein blauer Geist war das, glaube ich. Aber nicht die Heimsuchung. Boah, du bist nicht so der Witch-Doctor-Spieler, ne? Nee. Ja, kann ich dir jetzt sonst was erzählen?
jeden Fall, das war, wenn ich so drüber nachdenke, doch ganz schön cool. Aber halt nachdem ich meine Pets aufgegeben habe. Hochgelevelt mit den Pets habe ich ja, das war noch ganz cool, aber irgendwann dann ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad dachte ich mir, nope. Also nicht den zweiten neuen, also dem insgesamt dritten von vielen. Der vor Inferno. Hölle. War es früher, ne? Kann sein. Ich muss näher. Normal? Die alle hießen. Normal Albtraum, Hölle, Inferno. Ja, und auf Hölle dachte ich mir dann schon, aber Hölle habe ich mich dann noch durchgekillt. Dann dachte ich mir, okay, jetzt bin ich eh in Inferno. Fuck you. Hier farben eh alle. Wir wollen nicht weiterspielen. Weil das Farben-Diablo, da hätte ich nie Bock drauf. Vor allem, weil die Legendaries immer so ein Tritt in die Eier war. Mittlerweile ist ja nicht mal so. Ja, ich meine nicht nur wegen den Dropchancen, sondern einfach, was da für Müll drauf war und dass das auch geändert worden. Das ist auch geändert worden. Ja, das ist schon mal was. Ja, ich weiß nicht, also das Let's Play hatte mir Spaß gehabt. Wie gesagt, also die Klassen sind alle nicht scheiße, es sind nur halt alles nicht Klassen, die für mich gemacht sind. Kennst du meinen Spielstil, der ist total merkwürdig, was ich immer für einen Mist spiele. Deswegen Druide, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen mache ich alles. Wobei mittlerweile der Krieger mein Main ist. Ich stehe einfach zu sehr auf Chargen und auf Grappeln. Deswegen der Todesritter hier im Let's Play. Was ist das denn hier eigentlich für ein Lager? Strauchdieb des Gjallarhorn. Ich glaube, es war eine Allianz-Quest. Zumindest erinnere ich mich irgendwie dunkel. Bist du auch fertig? Nicht, dass ich jetzt hier weggeflogen bin, ohne dass du fertig bist. Ich bin fertig. Gut. Wir müssen mich abgeben, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was da machen in Gjallarbronn. Ich denke mal, wenn wir hier fertig sind, müssen wir wenigstens noch Burg Utgarde machen, damit wir genug Folgen haben und dann können wir aufhören. So. Was Großmutter Acker. Von Schlüssel und Käfigen. Wir waren in den Toten, The Walking Dead. Ja, das wollte ich übrigens noch sagen. Das war auch in den Patch Notes ganz viel Anspielung auf The Walking Dead und so. Ja, Untote, weil jetzt sich keiner entscheiden konnte, ob es nur die Geister oder die Verlassenen sind, heißen sie jetzt einfach Beißer. So heißen die in The Walking Dead. Tötet 10 ewige Beobachter, 4 furchterregende Schrecken und 2 ertrige Kreaturen. Bringt anschließend Nachricht eures Erfolges zu Großmutter Anker im Lager im Hinterhof. Häuptling Aschtotin. Mit Gjallarbronn fertig werden. Nekro Großfürst Metzen. Tötet Nekro Großfürst Metzen. Kehrt danach zu Häuptling Aschtotin im Lager im Hinterhof. Das war der Typ, den ich da vorher angestellt hatte. Ahuta Weißfrost. Schlafende Riesen. Oder weißt du, was hat euch damit beauftragt, 5 schlafende Brücke zu töten? Kehrt zu ihm zurück, soweit ihr eure Aufgabe erledigt habt. Er befindet sich lange mit auf. Ich muss übrigens auch mal Game of Thrones Telltale weiter gucken. Der Frostworm und sein Meister. Nö, nö. Nope. Nope. Oh. Palamplatte. Zum Kratzen. Und nochmal zurück. Du musst dir das auch unbedingt, ich sag's dir, guck dir das vor Ende April noch an. Das Problem ist, es wird vor Ende April nicht fertig, was ätzend ist, weil das spielt nach der Roten Hochzeit. War dort Ende der dritten Staffel, oder? Sag da auch mal was. Ja, es spielt halt, also es fängt zur Roten Hochzeit an. Aus Gründen. Und es ist einfach mega geil. Also die Story ist wirklich, es ist Game of Thrones Story, also die fesselt einen wirklich. Haben sie echt gut gemacht. Was sagen die, das Video, das du geschickt hast, ja, mit George R. Martin und Sibyl Kekilief, das war echt gut gewesen. Mit was? Hier durch die Nacht mit George R. Martin und Sibyl Kekilief. Das war richtig geil. Vor allem, ich dachte mir so, George R. Martin erzählt so, ja, ich habe mir Sibels Vita genau durchgelesen. Ich dachte so, aha. Du hast sie wahrscheinlich durchgeguckt. Verstehst du die Anspielung? Ja, ich verstehe sie. Gut. Ja, weiß ich ja nicht. Vielleicht bist du noch so ein unbeflecktes Kind und kennst ihre Vergangenheit ja noch gar nicht. Wobei ich glaube, jede zweite, die in Game of Thrones irgendwie mal nackt war, außer die richtig krassen Hauptrollen, wie zum Beispiel Cersei, waren Pornodarsteller. Metzens Schriften. Besiegt Königin Anger Bodder. Ach, von ihm gab's die Quest. Die habe ich nämlich auch noch gesucht. Und haltet das Ritual, mit dem König Imiron beschwört werden soll, auf. Das war ein sehr merkwürdiges Komma. Kehrt zum Lager der Winterhufe zurück, falls euch dies gelingen sollte, und berichtet Häuptling Aschtrotum über euren Erfolg. Ja, wenn es uns nicht gelingen sollte, dann können wir ja nicht zurückkehren, ne?
Vor allem haltet König Imerons Beschwörung auf, aber passiert da am Ende Spoiler? Er wird doch beschwungen. Voll die unnötige Scheißquest. König Imeron war auch immer so ein ätzender Boss. Wenn die Gruppe irgendwann zu stark war, war es wirklich nur so, ihr seid so stark, seid mal kurz gestunt. Oh, ihr habt wieder 3 Schaden gemacht. Oh, seid mal kurz gestunt. Oh, wieder, seid mal kurz gestunt. Hey, seid doch mal kurz gestunt. Kann ich sie runtergrappeln? Geil. Wir müssen nicht mal rumlaufen. Easy, das Arti-Baby. Noch nicht, Imeron. Für euch habe ich andere Pläne. Im Tor Utgard müsst ihr mir mehr. Und wenn das Ungeziefer lange genug lebt, um euch erneut zu finden, könnt ihr. Das fand ich so badass an Arthas. Er hat dich halt immer begleitet. Er war immer eine Bedrohung. Er hat immer gesagt. Es ist eigentlich wie so ein Filmbösewicht, ne? Du bist noch nicht bereit, aber irgendwann werde ich dich richtig abfangen, Digga. Oder hat man in Wrath of the Lich King einfach mal so 6000 Patches drauf gewartet?